Okay. Dann wurde mir eben der Hinweis gegeben, dass wir die Beschlussempfehlungen der Ausschüsse zu den Positionen Top 64 noch vornehmen. Oh, ich habe heute ein neues Blatt. Okay, gut. Dann müssen Sie immer nur abstimmen. Genau, wer entsprechend für die Beschlussempfehlungen ist, der Ausschüsse zu den Petitionen, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Genau, Top 64 der Tagesordnung. Wer ist, ich frage formal ganz ordentlich, vielen Dank. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Dann ist entsprechend so zugestimmt worden. Dann Top 51, Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen zum Antrag Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 die Grünen, Umbau der Energieversorgung ganz einheitlich und intelligent gestalten. Wer entsprechend der Beschlussempfehlung und dem Bericht, den wir ohne Aussprache vorgesehen haben, zustimmt, den bitte ich jetzt auch um sein Handzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Vielen Dank. Dann Top 52. Ja, Herr Rudolph. Vielleicht darf ich den verfahrensleitenden Vorschlag machen, dass wir die Kurzversion, so wie wir es eigentlich immer machen, bei den Beschlussempfehlungen, Drucksachennummer müsste ausreichen. Dann, glaube ich, können wir es auch nachvollziehen. Können wir gern so machen. Dann kommen wir, wie gesagt, ich habe den Top 52 Beschlussempfehlung und Bericht Drucksache 370 aus 20 und 176 aus 20 entsprechend aufgerufen. Wer dem so zustimmt, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Dann ist es so mehrheitlich angenommen worden. Und Top 53. Die Beschlussempfehlung und den Bericht hier Drucksache 371 und 266 zu 20 und aus 20. Wer entsprechend hier auch seine Empfehlung, seine Zustimmung erteilt, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Vielen Dank dafür. Und ich komme zu der Beschlussempfehlung und Bericht der Drucksache 373. Die Beschlussempfehlung ist entsprechend angenommen worden. Genau, meine Damen und Herren. Genau. Dann komme ich zur Beschlussempfehlung und dem Bericht Drucksache 373 aus 20 und 65 zu 20. Wer auch dem die Zustimmung erteilt, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Wer ist gegen diese? Genau, wer ist dagegen? Ich gebe es auch noch einmal mit den Stimmen von AfD und SPD. Ja, genau, haben Sie schon. Und Enthaltungen? Enthaltungen? Bei Enthaltungen der Freien Demokraten. Dann wurde die Beschlussempfehlung so angenommen. Dann kommen wir zur Beschlussempfehlung und dem Bericht Top 56. 374 aus 20 und 117 zu 20. Wer der Beschlussempfehlung zustimmt, den bitte ich jetzt auch um sein Handzeichen. Bündnis 90 die Grünen, CDU, AfD. Wer ist dagegen? SPD, Linke und FDP. Enthaltungen sehe ich entsprechend keine. Dann ist die Beschlussempfehlung so gefasst. Dann kommen wir, das ist jetzt noch ein bisschen, meine Damen und Herren, ein bisschen Fleißübung, aber diese Konzentration bringen wir noch auf. Beschlussempfehlung und Bericht zu Top 57, 375 aus 20 und 180 zu 20. Wer der Beschlussempfehlung zustimmt, den bitte ich jetzt auch um sein Handzeichen. CDU, Grüne, Bündnis 90 die Grünen. Wer ist dagegen? AfD. Wer enthält sich? Ich wiederhole noch einmal die entsprechende Abstimmung, weil das gerade unklar war.
Wir sind bei Top 57, Beschlussempfehlung Bericht 375 aus 20 und 180 zu 20. Wer dafür ist, den bitte ich jetzt noch einmal um sein Handzeichen. Das sind CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? FDP, AfD. Wer enthält sich? SPD und LINKEN. Vielen Dank. Dann kommen wir zur Top 58, Beschlussempfehlung und Bericht 377. Ja? Herr Lenz. Frau Präsidentin, ich wollte Sie durchaus zu Wort kommen lassen. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass wir jetzt getrennte Abstimmungen beantragen. Lass Sie doch erst mal zu Ende reden. Getrennte zu Top 58. Das ist, muss ich mal gerade gucken, zu Top 58. Und zwar hier ist das ist der Antrag Fraktion Die Linke Aufklärung und Konsequenzen aus aktuellen Polizeiskandalen in Hessen. Das ist gerade getrennte Abstimmung beantragt worden. Dann werden wir über diese drei Ziffern getrennt abstimmen. Wer für Ziffer 1 des Antrags ist, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Für die Beschlussempfehlung, Entschuldigung, für die Beschlussempfehlung und Bericht selbstverständlich. Wer dafür ist, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Das ist CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Genau, die SPD und die LINKEN. Und die FDP, richtig. Und wer enthält sich? AfD. Dann kommen wir zur Ziffer, in der Tat zu Ziffer 2. Wer für die Zustimmung der Ziffer 2 ist, den bitte ich auch jetzt um sein Handzeichen. CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Gegenstimmen? SPD und LINKE und FDP. Und wer enthält sich? Die AfD. Teile der AfD. Genau, Teile der AfD. Ich kann die Abstimmung gerne noch einmal wiederholen. Wenn es unklar war, dann kommen wir noch einmal. Ich bitte auch noch ein bisschen um Geduld. Dann bitte ich jetzt noch einmal, wer für die entsprechende Beschlussfassung ist, den bitte ich jetzt noch einmal um sein Handzeichen. Das sind die BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, CDU und AfD. Dagegen SPD und LINKE. Und FDP. Und wer enthält sich? Da haben wir natürlich entsprechend keine. Wir kommen aber noch zur Ziffer 3 des Antrags. Wer entsprechend auch hier für seine Zustimmung ist, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und AfD. Wer ist dagegen? Das ist die SPD und BÜNDNIS und die LINKEN. Und die FDP und Enthaltung haben wir entsprechend keine. Dann kommen wir nun, meine Damen und Herren, zu Punkt 60 der Tagesordnung, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 379 aus 20 und 171 zu 20. Wer der Beschlussempfehlung seine Zustimmung gibt, ja, zur Geschäftsordnung oder zu der Herr Rudolph? Kommen, müssten wir die vier Ziffern bitte getrennt abstimmen. Ja, es sind nur vier. Dann verfahren wir so. Wer zunächst der Beschlussempfehlung zustimmt, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Das sind AfD, CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Die FDP und die LINKEN. Dann kommen wir zur Ziffer 1. 2. Danke schön für den Hinweis. Zu Ziffer 2. Wer dem zustimmt, dem bitte ich jetzt um sein Handzeichen. CDU, AfD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Bei Enthaltung von SPD und LINKEN, meine Damen und Herren. Und FDP, ja.
Und das nächste ist jetzt die Ziffer 3. Wer dem seine Zustimmung erteilt, CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Bei Enthaltung von AfD, FDP, SPD und DIE LINKEN, meine Damen und Herren. Und die Ziffer 4. Wer der Zustimmung erteilt, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Das ist einmal die Fraktion der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und DIE LINKE. Wer ist dagegen? FDP und AfD. Und Enthaltung sehe ich entsprechend bei der SPD. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu Top 61 der Tagesordnung, Beschluss und Empfehlung und Bericht, Drucksache 380 aus 20 und 233 zu 20. Wer hier für die Beschlussempfehlung stimmt? Ja? Ja? Dann warten wir einen Moment, bis. Mir liegt hier 379. Dann rufen wir 379 entsprechend zu 21 entsprechend aus, auf. Ja? Danke. Dann, wer entsprechend der Beschlussempfehlung seine Zustimmung erteilt, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Das ist die Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? AfD, FDP, SPD und LINKE. Und entsprechende Enthaltungen sehe ich dann nicht. Und dann kommen wir weiter zu 20 hier. Was mir mal? 80. Sag mir mal das hier. Wo ist denn das? Genau. Dann kommen wir jetzt zur Top 61 ist es jetzt zu 380 aus 20 und 233 zu 20. Wer der Beschlussempfehlung und dem Bericht seine Zustimmung erteilt, der CDU, die CDU erteilt hier ihre Zustimmung, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer gibt dem nicht seine Zustimmung? Das ist einmal die AfD, dann die SPD und die LINKEN. Und Enthaltung sehe ich entsprechend bei der FDP. Vielen Dank. Dann kommen wir zu Top 62. Das ist einmal die Drucksache 381 aus 20 und 177 zu 20. Wer der Beschlussempfehlung und dem Bericht seine Zustimmung gibt, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Das ist einmal die CDU, die FDP, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? SPD und LINKE. Und Enthaltungen bei der Fraktion der AfD. Dann kommen wir zu Top 63. Wir haben einen Restmarathon noch zu erledigen. Wir sind gleich fertig, meine Damen und Herren. Keine Angst. Top 63, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 382 aus 20 und 265 zu 20. Wer der Beschlussempfehlung seine Zustimmung erteilt, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Das ist die CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und AfD. Dagegen Fraktion die SPD und die LINKE. Entsprechend sehe ich jetzt keine Enthaltungen von der FDP. Genau, vielen Dank. Dann kommen wir zu Top 71, Beschlussempfehlung und Bericht, 418 aus 20 und 106 zu 20. Wer da auch seine Zustimmung erteilt, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Das ganze Haus. Keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen. Dann, meine Damen und Herren, vielen Dank für diese Abschlusskonzentration und für diesen kleinen Abstimmungsmarathon. Und dann darf ich Sie noch darauf hinweisen, bitte seien Sie noch einen Moment aufmerksam für zwei wichtige Hinweise. Im Anschluss an die heutige Plenarsitzung tagt jetzt im Anschluss gleich
der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in Sitzungsraum 510b und auch, das wurde jetzt noch einmal anders verabredet, der Rechtspolitische Ausschuss und der Innenausschuss auch direkt im Anschluss im Sitzungsraum 501a. Ich wünsche Ihnen noch gute Beratung und ansonsten einen schönen Abend.